Hi Leute, was ist dein größtes Problem bei der Ernährungsumstellung gewesen? Das war eine Frage, die habe ich an euch gestellt und ich fand es mega interessant. Deswegen wollte ich es einfach mal mit euch teilen, euch und ja, dich auch nochmal direkt einfach auf YouTube fragen. Also du kannst auch dann direkt nochmal in den Kommentaren antworten. Aber erstmal zur Sache, um was ging es mir überhaupt? Ich hatte nämlich neulich, pass auf, ich nehme euch gleich mal mit auf den Bildschirm mit bei mir. Und zwar hatte ich neulich in der Community-Gruppe hier auf Facebook. Könnt ihr auch übrigens kostenlos beitreten, ist unten drunter in der Infobox verlinkt. Wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr Hilfen braucht, dann geht als erstes mal in die Gruppe und gerade eben bei einer Ernährungsumstellung. Und das war eben auch meine Frage an euch. Und zwar, ich hatte verschiedene Fragen gestellt, auch super interessant. Und aber mal zur ersten Frage hier, das größte Problem bei der Ernährungsumstellung, was ihr habt, ich hatte da einige Optionen mit eingefügt. Chantal hat netterweise noch eine hinzugefügt. Und ich wollte es einfach mit euch teilen, weil es mega interessant ist und dir natürlich gleich eine Lösung auch mit anbieten. Also erstmal zu dem Punkt mit den Heißhungerattacken. Das ist auch immer wieder das, was ich beobachtet habe. Gerade dann auch, wenn man anfangs zu lange Fastenphasen macht, wenn man da zu extrem reinspringt, dann wird es richtig extrem. Ich habe neulich auch ein super Video dazu gemacht auf YouTube mit der stufenweise Umstellung. Also schau dir das unbedingt nochmal an. Stufenweise. Ja, eingeben auf dem Kanal, dann findest du es. Wegen Heißhungerattacken habe ich auch extra einen PDF erstellt gehabt. Das findest du auf meiner Webseite bei den kostenlosen Downloads. Ohne Newsletter irgendwas. Kannst du einfach direkt dir das PDF anklicken und bekommst da wirklich Tipps, wie du schrittweise mit so einem Ampelsystem, ist ein einseitiges PDF, die drei Gelüste, kommt gleich als erstes bei den kostenlosen Downloads. Und dann kannst du schrittweise wirklich schauen, umzustellen die Lebensmittel. Also das ist da ein ganz guter Tipp, da mal reinzuschauen. Und eben in das Video, weil es darum geht, wirklich langsamer umzustellen. Und wichtig ist halt noch, immer was dann im Haus zu haben. Also es gibt noch mehrere Aspekte, schaut euch da nochmal durch die Videos auf meinem Kanal natürlich bei den Heißhungerattacken oder wenn ihr da auch nochmal gezielt zu Fragen habt, dann ja, schreibt es auch gerne in die Community-Gruppe. Und der zweite fette Punkt, dazu hatte ich neulich erst ein kostenloses Webinar gemacht, ich werde es auch mal unten drunter verlinken. Das ist ja diese Verwirrung an vielen Informationen und es ist ja immer wieder das, der eine sagt irgendwie Paleo, der andere sagt High Carb, Low Carb. Was auch immer es da gibt. Und am Ende haben sich die einen damit Erfolge gehabt, die anderen nicht. Und ein anderer hat wieder mit was ganz anderem Erfolg. Und ja, schaut euch einfach das Webinar an, da gehe ich wirklich direkt, komplett, konkret darauf ein. Also ist unten drunter verlinkt und es hilft dir da unglaublich weiter. Da gehe ich wirklich komplett drauf ein, wie du, ja, diese ganze Verwirrung, woher die kommt. Und was die eigentliche Ursache mit der Entgiftung ist, wie du wirklich deinen Körper reinigen kannst. Und emotionales Essen. Ja, auch ein Riesenpunkt, dass man lernt, wirklich seine Emotionen zu verarbeiten. Häufig verdrängen wir mit dem Essen einfach nur Emotionen. Ich kenne das von mir selber zuhauf. Und wenn man nicht lernt, seine Emotionen wirklich selber zu verarbeiten, dann wird es unglaublich schwierig und ist natürlich ein Lernprozess und das ist, je nachdem, was da auch hochkommt, wie tief da alte Sachen sind, kann das weniger anstrengend oder mal ja sehr, sehr schwierig sein, phasenweise. Und es ist einfach angenehm. Ich fand auch immer die Bücher von Teach Nathan dazu sehr schön. Hatte ich jetzt neulich vorgestellt auch. Und ja, ist einfach super. Wenn eine Emotion hochkommt, wenn was hochkommt, dieses Gefühl anzunehmen, dieses Gefühl einfach da sein zu lassen und erst dann, wenn man es mal akzeptiert, dass es da ist, so, dann kann man es ändern.
So schwer das auch manchmal klingen mag, nicht das wieder probieren wegzudrücken, so oh, jetzt kurz anschauen, damit es dann wieder weg ist, sondern wirklich das mal anzunehmen, das reinzufühlen, was sagt mir das überhaupt, einfach mal anzuschauen. Dadurch wandelt sich das. Und unglaublich wichtiger Punkt. Und genau, ach, ist jetzt auch Thema den Monat. Am 17. mache ich einen Livestream dazu. Genau das Thema, die Verarbeitung von Emotionen, wie du damit wirklich ja, einen Schritt für Schritt umgehen kannst, wie du das handeln kannst mit den Emotionen, woher sie kommen auch und was für ein Prozess das ist. Genau, also das ist am 17. im Mitgliederbereich ist der Livestream, genau. Da kannst du alle deine Fragen loswerden. Genau. Unten drunter ist auch der Link, kannst du dich direkt im Mitgliederbereich anmelden. Und ja, am 17. April um 20 Uhr ist der Livestream. Also bin ich super gespannt drauf, macht immer mega Spaß. Hatten schon verschiedene Themen, eben jeden Monat ein neues. Und Fasten war auch schon mit dran. Schleimfreie Heilkost wollte ich auch noch mit dran nehmen. Genau, also wenn dich das interessiert, wenn du da gerade selber dran bist mit der Verarbeitung von Emotionen, dazu Fragen hast, dann 17. April, 20 Uhr, 17. April, 20 Uhr, vormerken gleich, am besten den Kalender reinschreiben und in den Mitgliederbereich reingehen. Und ja, Motivation dauerhaft dran zu bleiben, da kann ich dir auch nur empfehlen, eben geh in die Community-Gruppe auf Facebook, kannst du kostenlos beitreten. Dieser Austausch, ich habe selber gemerkt, zu Rohkost-Treffen hingehen, zu Treffen hingehen, egal in welchem Bereich, was dich da interessiert, wenn du dich mit diesen Aspekten gerade auseinandersetzt, such dir das gleiche Umfeld. Also unglaublich wichtig. Tausch dich aus, geh in die Gruppe rein, stell deine Fragen. Und auch wenn man wunschlos glücklich ist, ist das ein super Aspekt. Und das war nämlich nur eine Umfrage. Ich habe nämlich neulich noch auf YouTube die Funktion hier, wenn ihr direkt auf Community klickt, auf meinem Kanal entdeckt. Ich hatte da nur durch Zufall mal reingepostet und wollte mal testen, was ihr da so antwortet. Aber ihr habt da wirklich ausgiebig geantwortet. Fand ich sehr cool. Und hier hatte ich auch noch gefragt, was euch am schwersten fällt bei der Ernährungsumstellung. 121 Stimmen und ja, 54% eher Heißhungerattacken. Da hatte ich nur die zwei Optionen eben. Und 46% ist in der Gesellschaft bei uns umzusetzen. Und das fand ich auch noch eine interessante Frage, wie ihr eigentlich dazu gekommen seid, die Ernährung umzustellen. Ich habe es ja auch schon mal erzählt, wie ich dazu gekommen bin. Also, was diesen. Bei mir war es eben unterschiedliche Gründe. Zuerst war es nur aus ethischen, das auf vegetarisch, vegan. Aber dann habe ich gemerkt, hey, was ist da möglich? Beim Sport, ich war leistungsfähiger und das war eigentlich so der Grund bei mir. Und hier, ihr habt abgestimmt, hier waren es 123 Stimmen. 20% haben die Ernährung umgestellt wegen Hautproblemen, Neurodermitis, Akne und so weiter. Und ja, 10% um abzunehmen. Dann 6% Leistungssteigerung, dann Unwohlsein, Krankheit, Depression ist 50%. Also man kann zusammenfassen, wenn man mal Hautprobleme, Abnehmen, Akne und ja, Unwohlsein, Krankheiten zusammennimmt, dann sind es ja 80%, 50, 20, 10, 80%, Pareto-Prinzip hier, 80% haben wegen Unwohlsein, wegen Krankheit, einfach einem körperlichen Wohlbefinden, das nicht mehr auf einem guten Level war, umgestellt, also aus der Motivation heraus, hey, es ist gerade einfach nicht toll, wie es ist. Und 20% haben dann umgestellt, 6 und 14, genau. Eher aus dem Beweggrund, hey, in den Kommentaren steht es auch noch drin, eher diese Weiterentwicklung geistig, spirituell oder eben eine Leistungssteigerung beim Sport auf geistiger Ebene sonst wo zu haben. Ja. Aber die Gründe sind ja im Grunde relativ egal. Wenn du es umstellst, merkst du, was das macht
Und man kommt dann automatisch, häufig ändern sich die Gründe dann. Zu Beginn ist vielleicht der Impuls, der gegeben wird. Bei mir war es ja auch bei der Ernährung erst das Ethische und dann kam aber eben auch dieser Leistungssteigerungsaspekt hinzu und dann habe ich auch gemerkt, was das mit meinem Verstand und dem ganzen Rest macht. Also es ist immer sehr interessant. Genau. Aber das war hier so die Verteilung. Und wie gesagt, ich wollte es einfach nur teilen. Ich fand es selber immer sehr interessant zu sehen und gerade wer hier so unterwegs ist, wie ihr da tickt, was ihr da, ja, für Beweggründe hattet, ist ja immer unterschiedlich. Genau. Ja, aber das war's eigentlich schon. Das wollte ich nur mit euch teilen. Und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen dazu habt, ich habe euch ja schon ein paar Hinweistipps gegeben. Ich wollte auch noch ein paar Videos dann explizit zu den Themen machen, die euch da am meisten eben interessiert haben. Und ansonsten kommentiert auch nochmal unten drunter, was ihr dazu sagt, beziehungsweise geht auch direkt auf die Community-Funktion auf meinem Kanal und stimmt da ab. Also schaut euch das an, wenn es euch eben interessiert. Wollte ich, wie gesagt, einfach mit euch teilen. Super interessanter Aspekt, was da häufig so dahinter steckt. Und ja, sucht euch den Austausch. Es ist unglaublich motivierend, es macht unglaublich viel. Wenn du da Fragen hast, dann stell die sehr gerne. Ich bin immer offen und dafür Fragen. Viele habe ich auch schon beantwortet in Videos. Kann ich dir dann eben auch sagen, falls es der Fall ist. Also schreib einfach, hau die Fragen raus und dann bin ich gespannt, was da kommt, was du noch für eine Meinung dazu hast, was der Beweggrund für dich war. Und das war's dann für heute. Mal ein anderes Video. Wenn dir das Format hier gefallen hat, dann gib einen Daumen nach oben. Also wenn du öfter mal solche Videos, Umfragen und so weiter sehen willst. Ich hatte euch nämlich neulich auch noch ein paar andere Sachen gefragt. Es kommen noch ein paar richtig coole Interviews jetzt mit Emma von Raw Nourishment. Ich wollte mit Carlos, hatte ich noch ein Video zu den Lebensmittelkombinationen aufgenommen. Also auch wenn du da immer noch Fragen hast, dann schau da mal rein. Ich, ja, werde das auch im Mitgliederbereich, ist auch mit drin. Und werde da immer mehr noch mit aufzeichnen, immer mehr mit reinnehmen. Es kommen noch unglaublich interessante Sachen. Auch zum Thema Zahngesundheit wollte ich mal die liebe Karin, Dr. Karin Bender-Gonzer, interviewen und fragen bezüglich Karies auch während der Entgiftung von der ja, ganzheitlichen Herangehensweise, von der Psychosomatik her, von der Deutung zwischen den Zähnen und Organen und all diese Geschichten. Vielleicht habt ihr es ja schon mal am Rande gehört und das wird auch noch kommen, das dauert aber noch ein bisschen. Und ja, also sehr viel, das ansteht, bin mega gespannt. Und wenn ihr da, wie gesagt, Fragen habt, dann schreibt zu mir, geht in die Gruppe, tauscht euch da aus, dann können wir da einfach nochmal ganz anders interagieren. Und ja, wie gesagt, wenn euch sowas gefallen hat, so ein Videoformat, dann gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und das war's. Bis dann. Ciao.